Meine Damen und Herren, ein Staat ist nie fertig. Das ist ein Paradox. Denn ein Staat muss fertig sein, um handeln zu können. Aber zu diesem Handeln gehört, dass er immerzu eigene Unfertigkeiten behebt. Diese Unfertigkeiten entstehen an allen Ecken und Enden neu, bedingt durch die Umwälzungen in der Ökonomie und in der öffentlichen Moral. Es gibt aber keine übergreifende Ordnung, nach deren Maßgabe sich ein Staat zu verändern hätte. Sie müsste ja ihrerseits zuerst angefertigt werden. Das besagt, ein Staat ist nie fertig und er muss sich ins Blaue hinein verändern, womit wir bei der Blaupause wären. Der Ausdruck Blaupause Schweiz, im Württembergischen entstanden, ist schon deshalb reizvoll, weil unklar bleibt, ob er mehr ins Ironische spielt oder ins Bewundernde. Mit beiden Haltungen sind die Schweizer von Seiten ihrer nördlichen Nachbarn vertraut. Dass man auf die Idee kommt, die Schweiz zum strukturellen Muster für die EU zu nehmen, hängt damit zusammen, dass die heutige Schweiz als Staat einigermaßen fertig ist, die EU aber ganz und gar nicht. Vielmehr ist diese biologisch gesprochen etwa im Zustand eines Pubertierenden, der seinen Eltern schlaflose Nächte macht. Sie ist auch kein Staat, aber doch ein staatsähnliches Gebilde, ein Bündnis von autonomen Demokratien, die einander keineswegs nur grün sind. Genau das war die Schweiz jahrhundertelang. Und die autonomen Kleinstaaten, die seit Napoleons Eingreifen Kantone heißen, haben immer wieder blutige Kriege gegeneinander geführt. Dennoch haben sie nie ganz miteinander gebrochen. Im letzten Moment haben sie sich jeweils wieder versöhnt, vor allem seit Wilhelm Tell als ihr gemeinsames Vorbild, teils erfunden und teils importiert hatten. Aber politisch waren sie bis ins 19. Jahrhundert hinein viel lottriger organisiert als die heutige EU. Die Franzosen diktierten ihnen zwar 1798 einen perfekt organisierten modernen Staat, den sie aber umgehend sabotierten und noch bei der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress von 1815 waren die Eidgenossen so zerstritten, dass die Staatsmänner der großen Monarchien sich besorgt zusammensetzten und der Schweiz ihre heutigen Grenzen zogen. Wenn also die EU eines Tages in ein schrilles Gerangel aller gegen alle geraten sollte, könnte man auch in einem ganz anderen Sinne sagen, Blaupause Schweiz. Dennoch haben es die Eidgenossen 1848 geschafft, ein klar strukturierter Staat zu werden, der sogar für eine beträchtliche Zeit die einzige Republik auf europäischem Boden war. Wilhelm Tell half ihnen dabei nicht, trotz Schiller und Rossini, wohl aber eine tatsächliche Blaupause. In einem Meisterstreich des politischen Abkupferns, ausgedacht von den führenden Intellektuellen des Landes, wurde die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zum Grundmuster des neuen Staates Schweiz. Insbesondere Ignaz Paul Vital Troxler, Arzt, Philosoph und politischer Aktivist, hatte in mehreren Flugschriften aufgezeigt,
dass die Schweiz nicht überleben könnte ohne eine Konföderation nach amerikanischem Zuschnitt zu sein, mit klarer Gewaltentrennung und einem Parlament in zwei Kammern. Der amerikanische Senat wurde zum Schweizer Ständerat, das Repräsentantenhaus zum Nationalrat. Nur der regierende Präsident wurde auf 7 Personen aufgefächert, den heutigen Bundesrat. Diese 7 sind nicht Minister unter einem Chef, sondern alle zusammen sind sie der Chef. In 7 Personen ein einziger, was es sonst nur in der Theologie gibt. Troxler hatte in seinem ersten Entwurf noch einen Bundesammann mit 2 Stellvertretern vorgeschlagen. Angesichts der 3 Landessprachen und der 2 Konfessionen, die einander keineswegs in christlicher Bruderliebe zugetan waren, wäre eine einzige Person als regierender Präsident zum schwerenden Konfliktherd geworden. Heute setzt sich die 7-faltige Spitze aus Vertretern der 4 größten Parteien zusammen. Die müssen miteinander auskommen. Basta. Aber bei aller politischen Vernunft hinter der neuen Verfassung, ohne einen Bürgerkrieg, war es auch diesmal nicht abgegangen. 1847 mit 150 Toten. Und in der Volksabstimmung über die neue Verfassung und über den neuen Staat wurde damals die neue Ordnung nur dadurch angenommen, nur deshalb angenommen, weil der Kanton Luzern alle Stimmenthaltungen als Ja-Stimmen zählte. Erfolgreiche Politik ist nie ganz ohne Schlauheit möglich. Die einzelnen Kantone definierten sich nun weiterhin fröhlich als souveräne Völkerschaften, so steht es in der alten Verfassung. Das Wort Völkerschaft hat sich heute verloren, aber souverän nennen sich viele Kantone auch noch in ihren neuesten Verfassungen. Dahinter steht der politische Hauptgedanke der Schweiz: Die Kantone treten von ihren angestammten Rechten nur so viel an den Bundesstaat ab, wie unbedingt nötig ist und kein Jota mehr. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich daher zunächst als Berner oder Genfer oder Tessiner und erst in zweiter Linie als Schweizer. Ein deutscher Diplomat, der auch in der Schweiz tätig war, hat mir einmal erzählt, dass er eine vornehme Waadtländerin, also Kanton Waadt am Genfersee, dass er sie als Schweizerin angesprochen habe, worauf sie erwiderte: Monsieur, je suis vaudoise. Ich bin Waadtländerin, was ihn sehr verwunderte. Dieses Spannungsgefüge zwischen der Souveränität der Teile und der Souveränität des Ganzen spiegelt sich im Titel, den der erwähnte Ignaz Troxler seinem ersten Verfassungsentwurf von 1833 gegeben hat. Dieser Titel lautet: Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Zentralherrschaft und zur Kantonstümelei. Um die amerikanische Verfassung als Blaupause für eine neue Ordnung der Schweiz durchzusetzen, musste er beide Alternativen polemisch abwerten. Ein strikter Zentralismus war ebenso verwerflich wie die unbeschränkte Macht der einzelnen Kantone oder Stände oder Länder, wie sie hießen. Könnte dies
nicht der Titel der gesuchten Blaupause für die EU sein? Die eine und wahre Europäische Union im Gegensatz zur Zentralherrschaft und zur Nationalstaatstümelei. Dieser Titel müsste als Zielvorgabe verstanden werden, nicht als gegebenes Modell. Es wäre der lapidare Wegweiser für eine lange Reise. Das große Problem steckt ja genau in dieser Länge. Es ist uns nämlich das Gefühl für die Dauer in der Politik abhanden gekommen. Das hängt mit der Kultur der Geschwindigkeit in der technischen Zivilisation zusammen. Alles Wichtige scheint Knall auf Fall zu passieren. Das Neue prasselt auf uns herab. Was gestern war, ist Schrott. Wir sausen dahin. Dieses Geschwindigkeitsgefühl ist eine riesige kollektive Verblendung. In Wahrheit geschieht alles Wesentliche langsam. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns, das außerordentlichste Ereignis im ganzen Kosmos, dauert mehr als 20 Jahre, ob wir die Kinder nun mit Spinat oder mit Pommes füttern. Bis die lottrige alte Eidgenossenschaft ein moderner Staat war, dauerte es 50 Jahre. Bis auch die Juden in diesem Staat gleichberechtigt waren, dauerte es 68 Jahre. Bis auch die Frauen abstimmen durften, 173 Jahre. Blaupause Schweiz bedeutet also auch, Gefühl und Einsicht zu entwickeln für die wahre Geschwindigkeit jener politischen Prozesse, auf die es ankommt. Eine Revolution ist bald gemacht, eine Entkolonialisierung auch. Aber dann beginnen die vielen Jahrzehnte der Einrichtung einer vernünftigen Ordnung. Mit Rückschlägen und Verwirrungen und neuen Aufbrüchen. Deshalb muss man, wenn es um die Organisation des modernen Europa geht, darauf achten, ob die Diskussionspartner ein Grundwissen haben von der wahren Geschwindigkeit in der Geschichte oder ob sie nur in Wahlterminen denken, also in Sprüngen von 3 oder 4 Jahren. Wahltermine sind Oberflächenphänomene. Die wirklichen Abläufe geschehen gletscherhaft langsam in der Tiefe. Die Medien können davon gar nicht reden. Sie rotieren selbst rasend schnell immerzu zwischen vorgestern und übermorgen. Aber gelegentlich trifft man einen Politiker, welchen Geschlechts auch immer, und merkt im Gespräch plötzlich, dem sind ja die langsamen Prozesse bewusst. Und man denkt, wenn der uns nur noch lange erhalten bleibt. Um einen langsamen Prozess geht es schließlich auch in Sachen direkte Demokratie. Wenn man von der Blaupause Schweiz redet, kann dieses republikanische Ritual nicht unter den Tisch gewischt werden. Das sei nur in Kleinstaaten möglich, heißt es, aber Kalifornien mit mehr Einwohnern als Kanada oder Australien hat mehr Volksabstimmungen im Jahr als die Schweiz. Gewiss, direkte Demokratie ist riskant. Aber die Politiker selbst sind auch ein Risiko und wir wählen sie trotzdem. Und auf die Dauer stärkt die direkte Demokratie jedes politische Gefüge. Ich danke Ihnen.